bereit für ein paar neue, unheimliche Geistervideos? Falls ja, dann macht es euch bequem, schaltet das Licht aus und ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Nummer 1. Ein imaginärer Freund. Das erste Video stammt von der kleinen Kamera eines jungen Mädchens, das damit gerne Videos von sich und ihren Spielsachen aufzeichnet und es auch in diesem Fall getan hat. Doch dabei passiert etwas wirklich Seltsames, das ihrer Familie und den Leuten online ziemlich Angst macht. Schauen wir mal rein. Hey guys, today I'm going to show you my Skibbity toilet collection that I just got today. And I saw my friend the other day and we went on a walk and we also got ice cream that day and I'm having a lot of fun. Also, die Kleine ist gerade noch dabei zu erzählen, als sie plötzlich von irgendetwas abgelenkt, irritiert in eine Ecke des Raumes starrt und scheinbar etwas wahrnimmt, was ihr Angst macht. Daraufhin verlässt sie dann panisch das Zimmer und die Kamera läuft weiter, um dann etwas wirklich Eigenartiges zu filmen, was sich dort im Zimmer zu bewegen scheint. Was könnte das für ein dunkler Schatten sein? Ist es das, was das kleine Mädchen verängstigt hat? Ihre große Schwester hat dieses Video von ihrer Kamera jedenfalls online gestellt, um nach Rat zu fragen. Also was sagt ihr dazu? Ist es etwas Übernatürliches oder vielleicht nur ein Bildfehler? Aber was hat das Mädchen dann so verunsichert? Ihr entscheidet. Solltet ihr selbst einmal ein unheimliches Video gefunden oder sogar ein eigenes Erlebnis aufgezeichnet haben, dann schickt mir gerne eine Mail an diese Adresse, damit wir das Ganze hier gemeinsam besprechen können. Nummer 2. Die Zeitkapsel. Für dieses Video begleiten wir die Jungs vom Kanal Ghost Theory bei ihrer Erkundung eines unglaublichen verlassenen Hauses, das aussieht, als hätte man es von jetzt auf gleich verlassen, und genau das ist auch ihre Vermutung. Selbst der Strom läuft, es scheint fast so, als wäre der ehemalige Bewohner dort verstorben, und wie so oft hat sich niemand mehr um das Haus gekümmert. Und aufgrund dieser Tatsache wollen die beiden dort eine paranormale Untersuchung starten. Was dabei dann so passiert, schauen wir uns jetzt an. Waiting for the traffic to stop, which it doesn't seem to be, but we've been waiting about an hour now and we're not really set up, but we've just heard some really strange noises. The traffic is just really annoying.
under night vision. Yeah. Fuck. We have been hearing all sorts since we've been here. But then it just started to like ramp up. Hello? Are you able to make a noise to communicate with us? Can you copy me? Nachdem die beiden noch eine Weile versuchen, Kontakt aufzubauen, wollen sie etwas anderes ausprobieren, indem sie im Haus Kameras aufbauen und sich selbst nach draußen begeben, um möglichen Präsenzen die Chance zu geben, sich zu zeigen. Also schließen sie die Tür hinter sich und lassen das Haus in der Dunkelheit zurück. Schauen wir mal, was dabei passiert.
Danach begeben sich die beiden dann wieder nach drinnen, um die Ergebnisse auszuwerten und ihre Untersuchung fortzusetzen. Was there just knocking noises in that room? It was just doom, deeper. In here, I'm sure, certain of it. Wasn't me, because it's concrete floor. Hello? Ron, is that you? Fuck was that? Sounds like... What? I'm not fucking moving. What do you mean not moving? Look at the camera. Oh fuck. It fucking fell. Fuck off. Is it okay? It's still recording. Yeah. Was meint ihr? Gibt es hier übernatürliche Phänomene und die beiden haben etwas Paranormales aufgezeichnet? Oder lässt sich das ganz einfach erklären? Mir persönlich gefällt die Herangehensweise und ruhige Art der paranormalen Untersuchung auf jeden Fall, da ich das Ganze auch immer mit diesem Ansatz durchführe. Daher erscheint mir das Ganze auf jeden Fall schon eher glaubwürdig, aber was meint ihr? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Nummer 3. Der Besucher. Die folgenden Aufnahmen stammen von einem Mann, dessen Videos wir uns vor einer ganzen Zeit einmal angesehen haben und der auf den Rat vieler Menschen umgezogen ist, um dem Spuk und den unheimlichen Aktivitäten bei sich zu Hause endlich ein Ende zu bereiten. Es war dementsprechend noch eine Weile still um ihn, doch jetzt musste er sehr zu seinem Leidwesen feststellen, dass was auch immer ihn in seinem alten Haus heimgesucht hat, augenscheinlich auch in das neue Haus gefolgt ist. Hello?
Fucking gamble. Goddamn box is moved. That noise was coming from up here. I bought everything new, guys. Nothing in this house except some fucking paintings. This is how it starts, everybody. Everybody told me to move, I did. Any cursed items, I got rid of everything. Great advice, you two. $100,000 I didn't want to spend. Did you see something, buddy? Starts with the banging. Hey, bud. Cat room. See, guys, nothing in here is the same. I started completely fresh. Hello? Hello? No. Hello? Hello? What the fuck? Hello? What do you want? What the fuck? Er läuft noch durch alle anderen Räume, doch findet letztendlich niemanden.
Was meint ihr? Schon ziemlich heftig, oder? Ich muss sagen, dass es für mich etwas zu laut und zu eindeutig ist, aber vielleicht tue ich dem Mann damit auch Unrecht. Und es hat sich tatsächlich alles genauso zugetragen. Wie schätzt ihr das Ganze ein? Das nächste Video wollte ich euch einfach mal zeigen, auch wenn es nichts mit Geistern zu tun hat, aber irgendwie passt es trotzdem in dieses Format, weil wir uns hier auf dem Kanal ja auch allgemein mit mysteriösen Themen beschäftigen. Es stammt aus Kanada und zeigt eine Fahrt auf einem kleinen Boot, bei der dem Kameramann etwas sehr Seltsames im Gehölz auffällt. Also, es sieht ja schon sehr verdächtig nach dem aus, was man allgemein als Bigfoot oder Sasquatch bezeichnet und gerade in dieser Gegend gar nicht so selten gesichtet werden soll. Meint ihr, es handelt sich hierbei nur um einen Scherz? Oder ist da vielleicht etwas dran und hier wurde tatsächlich ein Wesen aufgezeichnet, welches verborgen in den großen Wäldern und Nationalparks fernab der Zivilisation lebt und nur manchmal, wie hier, von einem einsamen Wanderer oder Fischer erblickt wird, den danach niemand glaubt? Was sagt ihr dazu?